Früher, da waren die Menschen ja so primitiv und naiv. Sie haben irgendwas in der Natur gesehen, am Himmel zum Beispiel, und haben sich dann verrückte Erklärungen ausgedacht, dass irgendeine gute oder böse Macht dahinter steckt und irgendetwas mit ihnen den Menschen anstellt. Früher war gestern, beziehungsweise morgen, denn es gibt sie immer noch, Leute, die irgendwas sehen und dann zu abstrusen Theorien kommen, zum Beispiel Kondensstreifen, die werden umgedeutet zu Chemikalien, die irgendwelche bösen Regierungsmächte über uns versprühen lassen, um uns entweder dumm oder aggressiv oder gefügig zu machen oder vielleicht auch eine Kombination von all diesen Dingen. Die Rede ist von der großen Chemtrails-Bewegung. Über diese Theorien und ob und wie man sie überhaupt widerlegen kann, das besprechen wir jetzt mit dem Diplompsychologen Dr. Holm Hümmler. Er ist Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und wahrscheinlich in den Augen und Ohren der Chemtrails-Befürworter von der Regierung abgestellt, um uns jetzt Sand in die Augen zu streuen. Trotzdem guten Morgen, Herr Hümmler. Hallo, Herr Hümmler. Ja, guten Tag. Herr Hümmler, was macht denn jetzt bitte einen stinknormalen Kondensstreifen zu einem Chemtrail? Also ein Chemtrail soll man nach der Verschwörungstheorie daran erkennen, dass er sich länger als 20 Minuten nicht auflöst, dass er dabei langsam auseinanderfasert und dass sich im Laufe der Zeit dann aus mehreren Chemtrails oder da, wo mehrere Chemtrails waren, sich dann eine dünne Wolkendecke ausbildet. Herr Hümmler, aber ich dachte, je nachdem, wie schnell sich ein Kondensstreifen auflöst, hängt ganz klar mit der Höhe des Flugzeugs und der Temperatur da draußen zusammen. Das ist absolut korrekt. Es hängt allerdings auch damit zusammen, wie die Strömungsverhältnisse und wie die Feuchtigkeit in der Luft aussieht und ob es ein Aufsteigen oder Absinken gibt. Das ist aber offensichtlich den Leuten, die diese Verschwörungstheorien verbreiten, nicht unbedingt so bekannt. Also man kann die Frage, ob Kondensstreifen sich so entwickeln, wie sich Chemtrails entwickeln sollen, in der Regel relativ klar nach der Wetterlage vorhersagen. Also das ist ja auch klar, diese verrückte Sache mit der Physik, das ist Regierungspropaganda. Lange und gut vorbereitet. Herr Hümmler, ja gut, ich bin übrigens Diplompsychologe, nicht Diplompsychologe. Insofern passt es natürlich umso besser, dass ich da selbstverständlich für die Regierung arbeiten muss. Unser Redakteur war von der Regierung abgestellt, Herr Hümmler. Ja, das ist dann immer... Ich warte immer noch auf das Geld. Aber. Also es tut uns leid, Sie haben ernstzunehmendes Diplom. Ja? Diplom-Physiker, sehr schön. Dennoch wissen Sie, wer für diese Chemtrails verantwortlich sein soll? Das ist nach den Verschwörungstheorien gar nicht so klar. Also, ach so. Es gibt unterschiedliche Verschwörungstheorien darüber, die unterschiedliche Dinge behaupten. Auch zum einen, wer dahinter stecken soll, zum anderen, was das für Flugzeuge sein sollen, militärische Flugzeuge oder ganz normale Zivilflugzeuge. Und vor allen Dingen sind sich die Verschwörungstheoretiker überhaupt nicht einig darüber, was das Ganze eigentlich bezwecken soll. Also manche sagen, das soll der Klimaerwärmung entgegenwirken. Manche sagen, es soll die Weltbevölkerung einfach reduzieren, indem man ein paar Milliarden Leute vergiftet. Manche sagen, das soll für irgendwelche geheimen militärischen Strahlenwaffen die richtigen atmosphärischen Bedingungen schaffen. Aber da findet man alles Mögliche dazu. Einigkeit besteht da gar nicht. Wie kommen die Menschen jetzt darauf? Haben Sie da irgendwie eine Theorie, wie das sein kann, dass die sich einreden oder uns einreden wollen, dass da jetzt was Größeres dahinter steht, hinter diesen Kondensstreifen? Naja, zunächst mal ist es natürlich eine ungewöhnliche Beobachtung. Also wer vor 20 oder 30 Jahren an den Himmel geschaut hat, hat einfach wesentlich weniger Kondensstreifen und vor allen Dingen wesentlich weniger Gitter und Netze von Kondensstreifen gesehen als heute. Das liegt aber einfach daran, dass der Flugverkehr sich verdoppelt, vervierfacht hat. Und wenn sich der Luftverkehr verdoppelt, dann, also doppelt so viele Flugzeuge unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwei Kondensstreifen gleichzeitig sehen, schon viermal so hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie drei Kondensstreifen gleichzeitig sehen, schon achtmal so hoch. Insofern, man sieht einfach wesentlich mehr Kondensstreifen. Ja. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung, damit brauchen Sie uns nicht kommen, wir sind ja Journalisten. Aber jetzt, Sie sind ja Wissenschaftler, deswegen nur weil man etwas quasi erklären kann mit der normalen Physik, heißt es ja nicht, dass da nicht trotzdem irgendwelche Verschwörungstheoretiker auch recht haben könnten. Sprich, eigentlich müssten Sie doch wahrscheinlich mit einem Ultraleichtflugzeug oder so, das selber keine Kondensstreifen erzeugen kann, nach oben fliegen, Proben nehmen von verschiedenen Sachen in der Luft, da wo Chemtrails sein könnten und das analysieren, um jetzt mal ernsthaft zu sprechen, oder? Dazu müsste man natürlich zunächst mal wissen, was eigentlich, an welcher Stelle eigentlich gerade in diesem Augenblick solche Streifen erzeugt werden. Ja. Aber ernsthaft. Also es gibt ja auch von Leuten, die diese Chemtrails-Theorien vertreten, Analysen von Substanzen, die man sozusagen, die sich am Boden niedergeschlagen haben, die aus der Luft aus diesen Chemtrails stammen sollen. Und wenn man sich diese Analysen anguckt, allein die Zusammensetzung davon sind völlig normale Sachen, die also überwiegend durch Abgase bodennah freigesetzt werden. Aha. Und also letztlich ist natürlich derjenige, der etwas Merkwürdiges behauptet und der auch als einziges Argument dafür sozusagen vorbringt, da passiert was am Himmel, das kann ich mir nicht anders erklären,
der muss natürlich seine Erklärung begründen und nicht, man muss nicht von jedem, der eine abstruse Behauptung vorbringt, jetzt einen Gegenbeweis vorbringen. Da kommt man auch gar nicht hinterher. Da gibt's so viele Verschwörungstheorien. Ja, die wechseln auch ganz schnell. Wenn man eine Sache widerlegt hat, habe ich die Erfahrung gemacht, dann gibt's aber nächste Woche, dann kommen die Aliens und holen uns. Dann kommt HARP, eine Funkstation in Alaska, die angeblich das Erdbeben in Haiti verursacht. Also da war wahrscheinlich irgendwas falsch verdrahtet. Herr Hümmler. Übrigens auch die Chemtrails, die sollen die Funkstrahlen reflektieren. Ah, okay. Wäre sowas physikalisch möglich, dass also selbst normale Kondensstreifen, was ja Feuchtigkeit in der Luft ist, die Funkstrahlen reflektieren? Würde sowas gehen? Nicht wirklich. Ah. Also das, was Funkstrahlen reflektiert, das ist wesentlich höher in der Atmosphäre als Flugzeuge fliegen. Das Einzige, was Chemtrails tatsächlich machen, jetzt kann ich es an dieser Stelle jetzt mal auflösen. Spaß. Nein, find's spannend. Sie verwandeln ernste Wissenschaftler wie zum Beispiel Diplomphysiker kurzerhand in Diplompsychologen, zum Beispiel in Anmoderation am Sonntag früh. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Physiker Dr. Holm Hümmler. Er ist Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und er weiß auch nicht, was die Chemtrails jetzt sollen. Dankeschön, Herr Hümmler. So, guten Morgen allerseits. Heute ist Montag. Wie ihr gesagt, 1,3 UV. Mehr ist heute nicht drin. Und das am 15. Juli 2013 um 7.45 Uhr. Jo, schauen wir uns mal um. Wer die Bilder von gestern Abend gesehen hat, wie die Walze auch bei uns ankam, schlagartig, war genauso eine Nebelsuppe wie da hinten am Horizont vorhanden, die sich quer vom Norden her aus dem Kanal von England hier runter gedrückt hat, ausgebreitet hat. Das war krass. Und dann hat man sowas gesehen gestern Abend auf einen Schlag, so gegen 1945, 1930 ging es los, rucki zucki war die Suppe da. Nichts mehr mit klaren Abrissen. So, wer heute Morgen früh aufgestanden ist, ihr habt ein Foto gesehen, an den Fotos zuvor. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder wer genug früh aufsteht, noch vor um 6, der kann ein Schauspiel erleben, was man jetzt um die Uhrzeit nicht mehr sieht. Die, die jetzt erst nach oben gucken werden, sagen, das ist ein ganz normaler Himmel, Morgennebel, das verfliegt, Hochnebel. Ist nicht. Steht früher auf, hebt euren Ärschen aus die Betten und schaut gen Himmel. So ab 5:30 könnt ihr das Schauspiel miterleben. Satellit zeigt es auch. Da wird gesprüht wie die Bekloppten. Ja, fahren wir kurz zur Sonne ran. Wie schön es da ausschaut und du fliegst von meinem Ohr weg hier oben. Sandwespen und Bremsen. So schaut es momentan aus. Genauso schön gelb hat es heute Nacht ausgeschaut, was die Satellitenaufnahmen vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum aufgenommen haben. Das ist nur noch lustig. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Traurig ist es schon lange nicht mehr. All die Weil traurig ist die schlafende Bevölkerung. Lustig ist das Schauspiel im Himmel. Fahren wir die Runde rum, genießen den wunderschönen, wir haben so gesagt, ein traumhaftes Wetter oder ein traumhafter Tag. So haben es halt die Radiomoderatoren genannt. Ich durfte mir herzhaft lachen. Das war am 7:15 ungefähr. Ja, so nennen das dann halt zutage die Moderatoren und Radiomacher und Medien, Sklaven, Angestellten, wie auch immer. Also ein traumhaftes Wetter. Oder anders ausgedrückt, wie ich schon mal gesagt habe, ein Bilderbuchtag. Kann man da nicht meckern, wenn man da hinten mal ranzoomt, man sucht nämlich nichts. Ja? Und das ist kein Kondensstreifen vertreten zu bieren, nein, das hat sich erst alles entwickelt. Aus Kondensstreifen. Sieht das schön aus, oder? Jo. Da kann man sich Fantasie spielen lassen, welches Muster mache ich mit meinem neuen Rock oder die Kilt-Hersteller. Die schottischen Röcke hat man auch neue Musterideen, wenn man sowas sieht. Gib mir meinen Kilt, sonst mache ich mit dir Tilt. Oder so, keine Ahnung.
Jo, richtig nett. In diesem Sinne, euch einen traumhaften Tag. Reiner Zufall. Wirklich. Ernsthaft. So, die südliche Spielwiese. Ach, gucke da. Bildet sich da nicht gerade ein chemischer Halo? Sieht fast so aus, ne? Schauen wir mal. Fahren wir rum. Schauen wir uns mal dieses wunderschöne Muster an. Übrigens, ich hatte das schon früher mal erwähnt gehabt. Hier ist eigentlich die Region, ja, eine Luftkurortregion, das heißt besonders gesunde Luft, womit auch gut geworben und beworben wird. Allerdings, was nicht erwähnt wird, bis hier am deutsch-tschechischen Grenzverlauf, auch vor dem Wald, auch Waldmünchen mit seinen Kurhäusern, bis Oberpfalz, bis hoch Richtung Norden, die ganze Runde lang. Ja, extrem steigende Krebsvorfälle verzeichnet werden seit den letzten 2 Jahren. Und ich hatte es unlängst erwähnt gehabt, dass die letzten Todesfälle hier viele Jüngere dabei waren. Und von denen, die allein dieses Jahr gestorben sind, 80%. Dem Krebs erlegen sind. Nur noch mal zur Info, was man unter Luftkurort hier versteht. Und den Luftkurortpatienten nicht erwähnt wird. Ja, gibt eine ganz neue Bedeutung, gell? Luftkurort. Besonders wenn man bedenkt, dass hier in den Fallout, sprich in den Niederschlägen, speziell unter dem Mikroskop zeigen und nachweisen, was da an toxischem Inhalt massivst vorhanden ist. Aber ist ja alles nur reiner Zufall. Und jetzt reden auf einmal alle von Klimaschutz, als hätte man's nie gewusst. Überall liest man bloß, was man dafür tun kann oder lieber muss. So trafen sich zum Klima alle Länder vereint. Wissenschaftler diskutierten, was am Ende noch bleibt. Und jeder Sender zur Zeit zeigt Fernsehwerbung übers schmelzende Eis. Gleich Erderwärmung über Treibhauseffekt und CO2-Ausstoß. Schuld ist keiner so recht, nur die scheiß Autos. Und man fragt dann, was das Alternativ.
aktiv noch gibt. Hört von Bahnfahren und Autos mit Hybridantrieb. Doch die Frage ist, woher der ganze Strom dafür kommt. Von Gas und Kohle, was sonst, wenn die Atomkraft gerade von unserer Regierung strikt verneint wird, um die Eisbären zu schonen. Kernenergie ist scheiße, doch leider die einzige Option für den Klimaschutz. Jedoch setzt die Regierung in Berlin weiter lieber auf die regenerativen Energien, was dem offenbaren Klaren zwar entgegenspricht. Und die 10-Wochen-Tage waren unser Lebenslicht, wo sie in Kopenhagen tagen und sie reden sich da um Kopf und Kragen. Was ist das Ergebnis? Nichts, und keiner weiß, ob man die Welt wohl danach berät. Fokus berichtet kürzlich, Elgos Daten gefälscht. Ich will nur sagen, selbst keiner von denen weiß genau, warum die ganze Welt schreit, dass das Eis jetzt taut. Ich mein, das Klima wandelt sich, doch was ist der Grund? Genau geklärt ist das bislang noch nicht, und das ist der Punkt. Die letzte Eiszeit 1700 ist nicht so lange her, und im Normalzustand der Erde sind die Polkappen mehr. Okay, gehen wir davon aus, es liegt tatsächlich an uns Menschen, und es wäre noch nicht zu spät, über die Rettung nachzudenken. Denn wir müssen handeln, Autos weg und nie wieder fahren, und essen nie wieder Fleisch und produzieren kein Methan. Das wäre noch nichts, nur eine Chance, denn das ändert man so nur durch Verzicht. Doch das liegt nicht in der menschlichen Natur. Wir sind abhängig vom Luxus, jedem bisschen Verwöhnung. Deshalb hat dies Problem auch keine realistische Lösung. Red den Mist einfach schön, lasst euch von all dem nicht stören. Ersetzt die Glühbirnen doch durch quecksilberhaltige Röhren und rettet damit die Welt, löst die Probleme gekonnt. Ich glaub nicht dran, wir werden sehen, wie es kommt. Wir werden sehen, wie es kommt. Nach uns die Sinnflut, komm, mach die Augen zu. Nach uns die Sinnflut, ich mach's genau wie du. Pass auf, hab keine Furcht, in paar Jahren wird's bestimmt gut. Augen zu und durch, oder? Nach uns die Sinnflut, nach uns die Sinnflut, komm, mach die Augen zu. Nach uns die Sinnflut, ich mach's genau wie du. Das wird bestimmt gut, pass auf, hab keine Furcht. Komm, nach uns die Sinnflut, Augen zu und durch.